Herzlich willkommen zu meinem 20. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Und jetzt geht es darum, dir zu zeigen, wie man sich eine Liste der letztbesuchten Orte und Dateien anzeigen kann. Dazu öffnet man den Windows Explorer. Wir haben schon besprochen, das kann man mit der Tastenkombination Windows-Taste E machen. Und dann bekommt man für sich gleich einmal hier den Schnellzugriff dargestellt. Man kann es links dann auch noch aufrufen über Schnellzugriff. Und hier hast du dann die Dateien, die zum Schluss dann aufgerufen wurden. Also zum Beispiel hier Kamera MX, rechte Maustaste und öffnen und schon könnte man diese Datei dann von hier aus öffnen. Entfernen könnte man sie ebenfalls aus dem Schnellzugriff, wenn ich rechte Maustaste hier nehme und dann herunter dann aus Schnellzugriff entfernen mir wähle. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.